In diesem Fenster sehen Sie alle Netzwerke, mit denen Sie bislang Kontakt aufgenommen haben. Um diese ganzen Einstellungen bei einer Neuinstallation oder auf einem anderen Rechner nicht wiederholen zu müssen, können Sie Verbindungen auf einen USB-Stick exportieren und natürlich wieder importieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkverbindung und wählen Sie Eigenschaften. Hier startet ein Assistent, der Sie durch die nötigen Schritte führt. Wenn Sie den USB-Stick in einen anderen Rechner stecken, werden Sie im Fenster Automatische Wiedergabe diesen Eintrag finden. Der Rest geht wieder fast von selbst.